Servus Leute, Sebastian hier von Dev for Models. Ja, ich grüße euch hier recht herzlich zur Folge Nummer 32 für den Porsche 911. Und ja, ihr seht schon, da ist wieder ein Rad drin, nämlich diesmal sogar das richtige. Das vierte oder quasi der zweite Hinterreifen. Und in der heutigen Bauphase würden wir theoretisch diese zwei Bremsscheiben ansetzen, ne? Und dann entsprechend die Räder an der Karosse befestigen. Mit den Rädern wisst ihr ja, ne? Wir haben jetzt zwar hier das Richtige drin, aber dieses ist hier noch das Falsche. Deswegen, dieses werden wir nur provisorisch befestigen, ne? Dass der, wie gesagt, auf seinen vier Reifen erstmal stehen kann. Und ich glaube, in Lieferung 10 oder was kriegen wir dann das richtige Profil. So, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß hier beim Zusammenbau oder dem kurzen Zusammenbau für einen weiteren Reifen und dann schauen wir mal, wie es weitergeht, ne? So, das sind die zwei Scheiben aus den letzten Ausgaben, ne? Und da müssen wir dann jetzt gleich erstmal gucken, welche Scheibe da wohin gehört, dass wir die richtig setzen. Okay, die Bremsscheibe muss nach innen. Heißt also, wir haben ja an den Scheiben an sich diese Einkerbung hier und müssten die dann jetzt theoretisch hier so einpassen, dass die Backe immer entsprechend nach innen zeigt, ne? Also das wäre jetzt quasi für hier und diese hier ist für die andere Seite. So, können wir schon mal so hinlegen. Machen wir trotzdem erstmal das Rad hier fertig. So, da haben wir also einmal den richtigen Mantel und ihr seht schon, der ist optisch auf jeden Fall flacher, ne? Nicht so rund wie der hier und ist natürlich auch entsprechend breiter. Das hier ist ein, hier steht es nämlich sogar drauf, ein 215er Strich 60 Radius 15 und die, wo vorne drauf sind, ist mir nämlich jetzt die Tage mal aufgefallen, dass das hier oben steht, ist ein 186er Strich 70 Radius 15, also 15 Zoll. Ne? So, dann haben wir natürlich hier die noch ein paar Teile, die wir noch verschrauben müssen da dran. Ne? Eine Radnarbe, eine Unterlegscheibe und zwei Beutel mit Schrauben. So, jetzt müssen wir natürlich wieder mit der englischen Anleitung arbeiten, da die deutsche immer noch nicht verfügbar ist. Ich meine, ich verstehe zwar, was da steht, aber so aus dem Stegreif jetzt das alles eins zu eins zu übersetzen, das fällt mir halt schwierig. Deswegen arbeite ich jetzt gerade bei Videos arbeite ich halt lieber mit deutschen Anleitungen. Ne? Das vereinfacht einem die Sache halt immens, also zumindest wenn man die ganze Zeit nebenbei moderiert, so wie ich es jetzt hier gerade mache, ne? Wenn ich natürlich im Stillen arbeite, ist das was anderes. Da kann man das schon mitverwenden, so. Also hier wieder, ne? Gucken, Y, ein Punkt, zwei Punkte. Entsprechend so auf die Radkappe legen. Dann brauchen wir Schraube BM. Und einen Schraubendreher.
So, wieder einmal fixieren. Dann einen der gegenüberliegenden eindrehen. So, die kann man dann schon festmachen, dann die andere nachziehen, dass die, wie gesagt, die erste mal den die Radkappe hier und die Felge zusammenhält. Und mit der zweiten ziehen wir das dann zusammen, dass die erste nicht eventuell bricht. Und dann kann man das alles schön festziehen. So. Dann brauchen wir jetzt als nächstes unsere Karosse. Gerade mal gucken, welche nehmen wir. Nehmen wir am besten die da, ne? Die ist für euch besser zu sehen. So, dann muss jetzt hier die Bremsleitung mit den Schnuffi, also so wie es jetzt rum ist, ne, muss der eine Schnuffi in die Innenmitte zeigen und der andere nach unten. Da kommt nämlich jetzt hier gleich diese Bremsleitungsschläuche ran. Muss ich gerade mal gucken, ob man die festschrauben sollte? Nee. Okay, also kann man nämlich jetzt hier die Schläuche dran machen. Bei mir ist es jetzt so, dass ich hier die nicht exakt gleich lang sind, ne? Lässt sich auch nicht vermeiden. Deswegen mache ich den längeren jetzt hier unten dran. Und den kurzen machen wir hier in die Mitte. So. Achso, ich hätte die vielleicht vorher nach unten durchziehen sollen. Hier so. Oder wo gehen die durch? So wie es aussieht hier. Beiden Schläuche dran, dann kann man das jetzt hier so draufstecken. Dann brauchen wir das Rad. Dann diese Unterlegscheibe. Die kommt zum Schluss drauf und eine Schraube CM. So, das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen tricky. Aber irgendwie wird es schon klappen. Ist natürlich blöd, weil es nicht da drauf hängen bleibt. Ne? Okay, also machen wir es erstmal so. Legen wir da die Scheibe rein. Jetzt nochmal die Bremse drauf. Felge einhängen. So, da hängt es erstmal. Dann kann ich mir das nämlich jetzt hier hochkant drehen und die Schraube hier festmachen.
So, und dann können wir nämlich jetzt hier noch die Blende hier drauf machen, ne? So. Und da hätten wir es auf der Seite schon mal fest. Dann machen wir dasselbe Spiel jetzt auf der Seite. Also die zwei Schläuche hier drunter durch. Zack. Dann kann ich es mir jetzt gleich hier hochdrehen. So, auf den längeren unten ran. Und den kurzen hier. Und wie gesagt, das gerade hier macht man nur provisorisch fest. So, den schraube ich jetzt aber nicht komplett fest, ne? Wie gesagt, der muss ja sowieso wieder ab. So, dann haben wir es fertig, ne? Ja, ich hoffe, euch hat die Folge mal wieder gefallen und würde mich natürlich umso mehr freuen, wenn ihr zur nächsten Folge hier von dem Porsche 911 Carrera wieder dabei seid mit der Ausgabe 33. Macht's bis dahin gut, ciao, euer Sebastian von DEFMA Models, bye bye.